Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem Lehrer des Best-of. Ich hoffe, ihr seid ready. Schnallt euch alle an, denn jetzt geht's absolut los. Let's go! Wenn der Lehrer mich mal wieder provoziert. Ja? Darf ich kurz auf die Toilette gehen? Sorry, we can't understand you. Kann ich kurz auf die Toilette gehen? In English, please. Can I go to toilet, du Huren? Wenn man zu seinem Lehrer ehrlich wäre. Hey, wieso redest du während meines Unterrichts? Warum unterrichten Sie während meines Gesprächs? Hey, sei nicht so frech, schau dich mal um, alle anderen sind leise. Naja, also wenn ich mir die Klasse so anschaue, fehlen mir die Worte und wenn ich Sie anschaue, fehlt mir ein Baseballschläger. Warte mal, wohin gehst du? Aufs Klo. Warum bist du nicht in der Pause gegangen? Ich verschwende doch nicht meine wertvolle Pause, da gehe ich lieber in Ihrem langweiligen Unterricht. Dein Benehmen ist verachtend. Genauso wie Ihr Atem. Wenn man zu seinem Lehrer ehrlich wäre. Levin, willst du uns mal die Frage beantworten? War meine Hand oben? Wie bitte? Ich hatte meine Hand nicht oben, somit weiß ich die Antwort auch nicht, also nerv nicht. Du solltest dir mal Manieren suchen. Und Sie sollten sich Kaugummi suchen für Ihren Mundgeruch, damit würden Sie uns allen einen Gefallen tun. In all den Jahren als Lehrer hatte ich noch nie so einen respektlosen Schüler wie dich. Wo bist du geboren, auf dem Bauernhof? Und wo sind Sie geboren? Auf der Autobahn, da passieren ja die meisten Unfälle. Schönen Tag noch. No front an alle Mädchen, aber im Sportunterricht ist es jedes Mal so. So, Kinder, heute machen wir Noten. Lara, schieß mal den Ball auf das Tor. Okay. War zwar nicht drin, aber ich habe gesehen, dass du dich anstrengst. 2-. Danke, Herr Oberschenkel. So, Levin, du bist dran. Ja, Mann! Wow, sehr gut. Perfekt ins Lattenkreuz. 3-. Was? Levin, put your phone away! Mein Haus ist abgebrannt und meine Familie ist im Krankenhaus. I can't understand you. Ist es gerade Ihr Ernst? In English, please. Fuck you! So, was wollt ihr denn später mal werden? Ja, Levin? Also ich möchte mal Lehrer werden, so wie Sie. Okay, dann kommen meine Kinder ja hoffentlich nicht zu dir. Nein, keine Sorge, ich unterrichte ja nicht an der Hundeschule. Du kannst dich hier hinsetzen, ich werde jetzt deinen Vater anrufen. Okay, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie seine Nummer brauchen. Ich brauche deine dummen Kommentare nicht, Ruhe jetzt. Hallo, hier ist Frau Jarak von der Goethe-Gesamtschule. Oh, okay. Womit habe ich die Ehre? Ihr Sohn verhält sich hier unter aller Sau. Wer bist du überhaupt, dass du so über meinen Sohn sprichst? Ich bin die Rektorin und Ihr Sohn ist gegangen, obwohl ich die Stunde noch nicht beendet habe. Oh, wow, gut gemacht. Wofür gibt es denn eine Glocke? Da merkt man ja, wo das Verhalten Ihres Sohnes herkommt. Scheiße, ja, rufen Sie hier nie wieder an, Bitch. Wenn man seinen Lehrer in der Sauna trifft. Ja, grüezi, Levin! Ach du Scheiße, Sie sind es ja wirklich! Ich habe gerade gebetet, dass es noch so eine Gesichtsgrätsche wie Sie gibt. Was machst denn du hier? Ich wollte mich mal ein bisschen erholen von der stressigen Schule und Ihrem Unterricht. Ah, dasselbe mache ich auch hier. Die Kinder treiben mich echt in den Wahnsinn. Ich glaube, das liegt nicht an den Kindern. Ich halte das eh nicht mehr lange aus. Ich versuche mich gerade mit OnlyFans, aber irgendwie läuft es nicht so gut. Kein Wunder, da muss man ja erstmal 10-mal vergrößern, bis man was sieht. Wenn man zu seinem Lehrer ehrlich wäre. Hey, warum isst du in meinem Unterricht? Weil ich Hunger habe? Gib mir sofort die Chips. Sie können gerne was haben, aber das Zauberwort fehlt. Ich habe gesagt, gib mir die Chips. Wieso sind Sie jetzt so sauer? Hat Ihnen Ihre Frau nichts eingepackt? Okay, jetzt reicht's. Sei du doch mal der Lehrer. Okay, ihr könnt alle nach Hause gehen und habt keine Hausaufgaben. Ah, halt, stopp, nein. Mit so einer Einstellung wirst du in deinem Leben nichts erreichen. Für deine Mutter hat's gereicht. Wem sein Handy war das? Ihr wisst, Handys sind im Unterricht verboten. Wenn sich der Übeltäter nicht gleich meldet, bekommen alle eine Strafarbeit. Herr Keck, das war mein Handy. Ah ja, wer hätt's gedacht? Handy her und sofort zum Rektor. Oh, das ist ein wichtiger Anruf, da muss ich kurz rangehen. Ah ja, und das ist erlaubt, du kleiner Hurensohn. Alter. So, jetzt reicht's. Du bist
die ganze Zeit am Reden. Jetzt gehst du für die Tür, weil niemand interessiert sich hier für dein Gelaber. Okay, dann können Sie ja gleich mitkommen, weil für Ihr Gelaber interessiert sich hier auch keiner. Wenn man zu seinem Lehrer ehrlich wäre. Hey, aufwachen, in der Schule wird nicht geschlafen. Sag mal, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein. Warum nicht? Wenn die Schule kein Ort zum Schlafen ist, dann ist zu Hause auch kein Ort zum Arbeiten, also nerv nicht. Hey, in diesem Ton redest du nicht mit mir. Nerv nicht. Ich ruf gleich deine Mutter an. Du bist nicht ihr Typ, stinkst und sie ist verheiratet, sorry. Okay, es reicht, ab mit dir vor die Tür. Oh, danke, endlich, da will ich schon die ganze Zeit hin, da muss ich mir den Müll hier nicht geben. Und, wie ist die Präsentation gelaufen? Eigentlich echt gut, aber er hat uns eine 4 gegeben, weil er das Plakat nicht mag. Was? Okay, du wartest hier, ich komm gleich. Was machen Sie denn hier? Ich habe gehört, mein Sohn hat eine 4 bekommen. Wie kann das sein? Die Präsentation war nicht tiefgründig genug und das Plakat entsprach nicht meinen Vorstellungen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe meinem Sohn bei der Präsentation geholfen und wir haben alles behandelt, was vorgegeben war. Wenn Sie ein Problem mit irgendwelchen Schülern haben, ist es Ihre Sache. Aber deswegen unfair zu benoten, geht nicht. Oder soll ich Ihre Frau mal sagen, dass Sie Dienstag im Stripclub waren? Das wird Sie sicher erfreuen. Was? Nein, also wie jetzt? Sie haben mich schon verstanden. Wenn man ehrlich zu seinem Lehrer wäre. Hey Levin, wieso bist du zu spät? Wenn die Glocke nicht entscheidet, wann der Unterricht endet, hat sie auch nicht darüber zu entscheiden, wann der Unterricht beginnt. Du denkst auch, dass du lustig bist. Und sie denken, dass sie ein guter Lehrer sind. Hast du überhaupt deine Hausaufgaben gemacht? Nein, wieso sollte ich Schulaufgaben zu Hause machen? Okay, jetzt reicht's. Wenn du so weitermachst, wirst du später mal einen Scheißjob bekommen. Anscheinend sprechen Sie ja aus Erfahrung. Herr Keck, können Sie mir sagen, was Kapuze auf Englisch heißt? In English, please. What's that in English? Look up here. Ey, ist es gerade dein Ernst? Soll ich jetzt in dem scheiß Wörterbuch hier rumsuchen, obwohl du es mir auch einfach kurz sagen kannst, du Hund? Wie redest du eigentlich mit mir? Für dieses freche Verhalten kannst du jetzt erstmal zum Rektor gehen. In English, please, du kleiner Huren. Wie Lehrer wirklich Noten machen. So, als nächstes haben wir die Lisa. 2. 1-, da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Jetzt kommt der Dennis. 4. Aber Herr Keck, ich lache wenigstens über Ihre schlechten Witze. Da hast du recht. 2-. 6. Als nächstes kommt der Levin, da brauchen wir auf jeden Fall mal 2 Würfel. Hä, was? Wieso? Ups, 2 Sechser. Du kleiner Huren.